Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Surak und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und wenn du Vorschläge für zukünftige Videos hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ja, dann starten wir mal los. Wer ist Surak? Surak ist ein männlicher Löwe mit braunem Fell, dunkelbrauner Mähne und braunen Augen. Zu seinen Erkennungsmerkmalen zählen unter anderem das Zeichen der Nachtschau auf seiner rechten Schulter und seine ziemlich einzigartige Frisur. Er ist der Sohn von Königin Jana und der jüngere Bruder von entweder Sahasi oder Ananda. Dazu konnte ich leider nichts Genaues finden. Und somit ist er auch der Onkel von Balio und Rani. Und wie vorhin schon ganz kurz erwähnt, ist er Mitglied in der Nachtschar. Wo kommt Surak vor? Surak kommt in der dritten Staffel von Die Garde der Löwen vor. Genauer gesagt in Folge 12, Der Baum des Lebens. Denn hier war die Garde der Löwen auf dem Weg zum Baum des Lebens, um Heilung für Kions Narbe und Onos Augen zu finden. Und dort trafen die beiden Gruppen aufeinander. Da er nicht zu den Hauptcharakteren zählt, erfahren wir in der Serie leider nicht sonderlich viel über ihn. In den Kämpfen gegen Makuchas Armee kämpft er tapfer an der Seite der Garde der Löwen und der Nachtschar. Und außerdem schafft er es in jeder noch so angespannten Situation, nachdenklich, ruhig und ernst zu bleiben. Ja, und was Fantheorien betrifft, gibt's meines Wissens nach nicht sonderlich viel über Surak. Es gibt die Theorie, dass Kovu mit Rani und Balio und somit auch Surak verwandt ist. Grundsätzlich beziehe ich meine Fantheorien immer von DeviantArt. Wenn ihr irgendwelche speziellen Fantheorien kennt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und das war's eigentlich auch schon zu Surak. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!